Name ist Sir. Mental Dawn. Sir. Ja, mal auf, ey. Lächerlich. Jeder redet aber, keiner sagt was über dich. Ich überlege nur kurz. Ping. Bin der Übershit, du verlierst den Überblick, weil ich klüger bin. Denn ich weiß, dass du dich bei mir einfach übernimmst, weil dir ständig übel ist. Klingt dein Rap immer so kacke? Nach diesem Überding hast du ein Weg, hast du ne Klatsche? Was dann noch über ist, hau ich auch noch in die Pfanne. Was das noch übertrifft, ich heb die Szene aus den Angeln. Nehm ein Crazy Beat, rappe Stunden und überlang, mach in den runden Übergang und fange so wie früher an. Die Szene ist ein besten Nest, alle wollen an diese Blüten raus. Und ihr rückt sie raus, als würden wir euch überfallen. Ich bin trainiert bis auf Kampfklasse Übergewicht und steht trotz meiner Größe ständig über dem Ding. Komme jetzt mit Mental Dawn und liefer das Überding. Das mit Newcomer und so werd ich einfach überspringen. Überall nur peinliche Spinner. Niemand ist so wie K.O. Mizzer. Ich sehe überall nur peinliche Spinner. Niemand, niemand, niemand ist wie K.O. Mizzer. Denn ich überzeuge auf meine Art und Weise. Heute bin ich laut, damals war ich einfach viel zu leise. Früher unterschätzt und jetzt sind Leute so neidisch darauf, wie ich mich kleide und wie mein geiler Style ist. Ihr handelt überhastet, deswegen bin ich die Überraschung des Jahres. Kommissar ist einfach einzigartig, einfach überragend. Ziemlich friedlich, aber bei Gefahr kann ich Rühreier schlagen. Auf der Bühne mach ich stattfriedlich die übelste Randale, keine Frage. Die Verantwortung von Rap wurde mir übertragen. Meine Damen und Herren, Hip-Hop bist du überladen. Alle sagen Blibablu unter einem komischen Namen. Man sollte diese Lügner überfahren. Mit meinem Übereifer kann mich keiner überbieten. Ich kenn übergeile Typen, du kennst nur die Übernieten. Bin mit mir überzufrieden, meine Texte kann man nicht überfliegen. Man muss sie studieren, deswegen bin ich übertrieben. Und ich schreibe über viele Parts. Geb dir gerne einen ab, weil ich so viel überhab. Bin ich nicht mehr normal, ich bin überbegabt. Nennt mich Überkommissar.